wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Überraschung, es ist einmal im Jahr soweit. Ich übernehme Dennis' Kanal ein bisschen, denn die Maus hat's richtig erwischt. Er ist super krank und er ist so krank, dass es ihm sehr schwer fällt zu reden. Deswegen dachte ich mir, Freunde, machen wir heute mal ein kleines Video gemeinsam. Ihr seht es auch schon, ich bin im Auto und ich erzähle euch gleich, nachdem das Video gestartet ist, was ich mache. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. So, Freunde, ich hoffe, es geht euch natürlich gut und ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Falls nicht, hoffen wir, dass wir euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern können. Ihr seht es, ich bin im Auto und mache mich jetzt erstmal auf den Weg, ein paar Sachen erledigen. Ich probiere ihm heute natürlich, so gut es geht, unter die Arme zu greifen. Das heißt, wir haben gerade schon ein paar Bestellungen gepackt. Die bringe ich jetzt auch erstmal weg. Und dann will ich so ein paar kleine Gesündlichkeiten kaufen, Salbeitee für den Hals, vielleicht eine Lutschtablette, dass es nicht so kratzt und so ein paar Kleinigkeiten, die man in der Drogerie findet. Da muss ich tatsächlich heute auch hin, das heißt, also ich habe heute einen doppelten Tag, was völlig in Ordnung ist. Wenn er krank ist, dann helfe ich ihm dann natürlich gerne. Ich muss dazu auch sagen, ich war letzte Woche auch krank, mir ging es auch 3 Tage nicht so gut, aber bei weitem nicht so schlimm wie Danny heute, deswegen helfen wir ihm da. Ansonsten zeige ich euch gleich, sobald ich wieder zu Hause bin, was ich alles gekauft habe. Und ich nutze die Chance einfach und zeige euch heute mein neues Büro. Ich hatte am Wochenende den totalen Rappel und musste. Es hat gekribbelt und ich musste sofort anfangen, mein Büro streichen. Holzverteifelung komplett bearbeiten. Ist richtig schön geworden. Heute kommt auch noch eine neue LED-Leiste, das zeige ich euch aber gleich. Ich fahre jetzt erstmal los, weil jetzt ist gerade 8 und dann ist bei Rossmann noch nicht so viel los. Ich hatte euch versprochen, dass ich euch noch mal eine kleine Roomtour vom Office gebe. Es ist tatsächlich jetzt wieder nicht mehr fertig, aber es sieht schon so viel besser aus. Ihr erinnert euch vielleicht, ich zeige euch das in Bad. Das hier ist jetzt ein bisschen dunkel. Eine Holzdecke hatten und ich glaube, ihr könnt es schon sehen, dass die Holzdecke hier jetzt nicht mehr holzfarben ist. Es halt gerade noch so ein bisschen, weil ich jetzt die Türen zugemacht habe, aber das sieht einfach so viel heller, freundlicher und moderner aus. Und ihr könnt sehen, ich habe hier jetzt auch eine LED-Leiste reingemacht. Die geht nur bis hier. Da kommt heute der Rest, dass es einmal drumherum geht, weil ihr seht das. Ich habe hier kein Tageslicht. Das einzige Tageslicht kommt da hinten so ein bisschen durch, aber da ist das Bad und ich will halt nicht die ganze Zeit hier auf das WC schauen. Deswegen habe ich die Tür meistens zu und dann war es hier schon immer sehr, sehr drückend. Und der Raum ist ja auch nicht sonderlich hoch, ne? Also ich bin 1,76. Das ist vielleicht maximal 2 Meter hoch an der höchsten Stelle. Und hier haben wir ja auch noch diese Schräge gehabt, weil da die Rohre hinterlang laufen. Und jetzt ist es einfach, hey, ich zeige euch das mal im Gesamtbild. Ich muss so ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht alles sieht. Wir haben hier ja diese Schräge mit drin. Dann habe ich hier meinen YouTube-Play-Button, meine Dekoration. Hier ist alles mit dem Spiegel und da könnt ihr jetzt auch ganz, wenn ich jetzt einmal so gehe, das Ganze noch ein bisschen besser erkennen. Es wirkt viel, viel freundlicher und vor allen Dingen, schaut mal, ich habe nur diese Beistelllampen hier an, hier nebendran und es ist trotzdem, hey, es halt jetzt noch, wenn die Türen auf sind, natürlich nicht mehr, aber der Gesamteindruck wirkt ein bisschen freundlicher zum Arbeiten. Deko fehlt noch, ich finde eine Pflanze, die einzige Pflanze, die ich noch hier habe. Das sind diese Blumen, die sind aber tatsächlich genauso lebhaft wie ich gerade. Ja, aber ich glaube, ihr kriegt einen guten Eindruck davon, wie das Ganze jetzt wirkt. Es ist freundlicher, wir lassen die Türen auch bald austauschen und wenn die Leiste hier einmal komplett drumherum geht, dann sieht das Ganze gut aus. Man kann das Ganze natürlich auch hier mit der Fernbedienung noch ein bisschen dimmen. Und dann ist es wesentlich dunkler. Ne? Ich finde, in der Kamera sieht es jetzt blau aus. Das ist aber Tageslicht. Das ist nur die Kamera, die so unterschiedlich ist. Ja, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil mich das hier doch schon sehr, ich sag mal, ja nicht frustriert, ist ein starkes Wort. Aber es hat mich so ein bisschen bedrückt und es hat mich nicht inspiriert und ich habe nicht gerne hier drin gearbeitet. Und ich verbringe sehr, 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 sehr viel Zeit in diesem Raum. Ne? Also von meinem 12-Stunden-Arbeitstag bin ich hier bestimmt
8,5 Stunden drin. Und wenn du permanent ohne Tageslicht in so einem kleinen Raum, der Raum ist ja nicht groß, ne, dann ist das schon so ein bisschen bedrückend. Jetzt habe ich richtig, richtig viel Freude dran. Freue ich mich. Auch nochmal hier eine kleine Aufnahme. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Jetzt ist es mittlerweile schon 10. Die Zeit vergeht so, so rasend schnell. Eine Sache wollte ich euch aber noch kurz erklären bezüglich des Gartens. Es wird jetzt die nächsten Tage wieder richtig schön warm und wir sind gerade dabei, jemanden zu finden, der uns den ganzen Grünabfall abholt. Das heißt, dass das dann auch endlich weg ist. Die Rasensamen sind da und das nächste Projekt, haben wir eigentlich schon ein Projekt? Ich glaube, der Garten steht jetzt wirklich an. Aber wie cool sieht das hier bitte aus? Das ist so schön. Hey, ich lieb's. Und es ist ein bisschen Instagrammable. Wobei ich sagen muss, tut mir leid, dass ich jetzt so viel hierüber rede, ne? Aber es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Mir tut immer noch alles weh. Ich würde das Ganze gerne auch im Bad machen, aber es war so anstrengend. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Vielleicht lassen wir es machen. Es ist auch nichts, was Priorität hat. Aber hier, weiß ich nicht. Mich hat das hier so ein bisschen, ja, bedrückt. Jetzt ist es freundlich hell und es sieht viel, 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 viel größer aus. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann erkennt ihr diese Szene natürlich auch. Es ist irgendwie meine liebste Ecke hier, Stories und Videos zu drehen, weil ich hier natürlich direkt Tageslicht habe, der Hintergrund ein bisschen hell und freundlicher aussieht. Was ich euch erzählen wollte, Danny wird sich bestimmt auch gleich vielleicht noch kurz bei euch melden, eine kleine Krankenszene aus dem Bett. Und eigentlich wäre morgen ein Event, wo wir beide eingeladen sind. Ich denke mal, das fällt flach für ihn auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann hingehe. Ich tue mich halt immer so ein bisschen schwer, auf sowas alleine hinzugehen. Vor allen Dingen, das ist halt kein Influencer-Event, sondern so ein bisschen vielleicht, sondern eher, wie kann ich es am besten beschreiben, so ein Industrie-Event halt von Netflix. Und ich habe weder meine eigene Sendung mit Netflix, noch ist eine noch geplant. Netflix, call me. Vielleicht treffe ich ja auch jemanden, aber weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich hin. Ich hasse es, kurzfristig abzusagen, auch auf Events. Das macht man immer nicht, deswegen werde ich mich zusammenreißen und dann morgen hingehen. Aber dann bin ich noch schüchterner, als ich sonst bin. Aber wir kriegen das hin. So, ihr kriegt auch noch mal hier kurz eine kleine Aufnahme auf dem Studio oder aus dem Studio. Ich drehe jetzt ganz, ganz schnell. Der Vorteil, wenn man selbstständig ist, ist, dass du zu Hause bist und wenn du krank bist, viele Pausen zwischendrin machen kannst. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, wenn du selbstständig bist. Es gibt halt nicht, dass du dich krank melden kannst, ne? Also mir geht's jetzt wieder besser. Die letzten Tage ging es mir auch schlecht, aber ich habe dann auch einfach durchgezogen, weil es mir nicht so schlecht ging wie Danny jetzt. Aber auch er, ne? Er hat auch heute schon so ein bisschen gearbeitet und arbeitet aus dem Bett heraus. Das ist dann natürlich immer ja, die Schattenseite der Selbstständigkeit. Es gibt keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Entweder du ziehst durch oder du ziehst halt nicht durch. Deswegen hoffe ich, dass ich euch mit diesem Vlog ja wenigstens ein bisschen spannenden Behind-the-Scenes-Content geben kann. Eigentlich würde ich euch auch mein Studio zeigen. Komm, ich zeige euch das gleich mal. Es ist nur super, super kramig gerade. Ne? Also ich bin gerade mitten im Drehen. Ich habe gerade eine kleine Drehpause, mache gerade meine Foundation und dann geht's weiter. Üblicherweise ist es nicht ganz so kramig wie jetzt. Ich bin ja, wie gesagt, mitten im Drehen, aber das ist der Zwischenstand gerade dabei. Ne? Also es sieht immer super, super schnell sehr, sehr unordentlich aus und vor allen Dingen, das finde ich hier am schlimmsten, diese Ecke hier. Das sind immer die Kisten, die ich zum Drehen, ich drehe ja meistens 3-4 Videos am Tag hintereinander weg und räume nicht nach jedem Video immer die Kisten auf. Die sammle ich dann und dann geht's wieder zurück. Das ist das, was ich gerade drehe. Ich habe hier ein paar Dupes. Das seht ihr dann zum Ende der Woche. Also richtig, richtig spannende neue Produkt-Dupes. Das Video ist abgedreht und ich verabschiede mich jetzt auch aus diesem Video von euch, süßen Mäuse. Lasst Danny auf jeden Fall liebe Gesundheits- und Genesungswünsche und Grüße in den Kommentaren da und wir sehen uns bestimmt vielleicht sogar schon am Mittwoch auf Dannys Kanal wieder. Ansonsten um 19 Uhr bei mir auf dem Kanal und hüpft mein Pelletier-Verlag vorbei. Dort gibt es nämlich was Neues für euch. Tschüss! Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Nachdem der junge Zauberer Darren Aletier
einen Brief von der Zaubereiaufsicht erhielt, veränderte sich sein Leben. Er musste sein Zuhause in der nicht-magischen Gemeinschaft verlassen und übernahm das Kuriositätengeschäft seines verstorbenen Onkels in der Drachengasse. Doch das Erbe schien weitaus gefährlicher. Nicht nur ein düsterer Kult jagte nach den Kuriositäten, sondern auch die Inquisition. Eine Vereinigung nicht-magischer Menschen, deren Ziel es war, alle magischen Wesen auszulöschen. Für Darren beginnt eine düstere Reise voller mystischer Herausforderungen, spannenden Charakteren und einem unglaublichen Geheimnis. Das erste Urban Fantasy Buch aus dem Pelletier Verlag. Tauche ein in über 180 Seiten dieser neuen Welt voller Magie und erlebe die Anfänge der neuen Zauberersaga von Danny Pelletier. Das Buch steckt voller Geheimnisse, Rätsel und einem Dutzend Skizzen von magischen Kreaturen. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.